Er ist damit angenommen. Dankeschön. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 4 neu. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/6675. Anonyme Krankenkarte einführen, medizinische Versorgung für Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen sicherstellen. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Stream. Ja, das Thema unseres Antrages ist nicht neu. Der Anspruch auf medizinische Versorgung ist jedoch ein Grundrecht, welches sich aus der im Grundgesetz verankerten Garantie der Menschenwürde, dem Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit ableitet. Und leider ist es mit der medizinischen Versorgung der Flüchtlinge in Deutschland nicht zum Besten bestellt. Asylsuchende müssen sich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erst im Sozialamt melden, um sich einen Krankenschein zu holen. Dort wird zunächst geprüft, ob der Asylsuchende wirklich dringender Hilfe bedarf, wohlgemerkt nur dringender medizinischer Hilfe. Denn Asylsuchende haben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nur einen eingeschränkten Anspruch auf medizinische Hilfeleistung. Jetzt stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie müssten, wenn Sie krank sind, zunächst mit öffentlichen Verkehrsmitteln quer durch die Stadt zum Amt fahren, dort hoffen, dass Ihnen der Sachbearbeiter einen Schein gibt, und erst dann könnten Sie zu einem Arzt gehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mit meinen Vorstellungen von Menschenwürde ist das kaum zu vereinbaren. Noch schwerer trifft es Menschen ohne Papiere. Zwar haben auch diese Menschen einen grundsätzlichen Anspruch auf die reduzierte Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, aber in der Praxis ist ihnen kaum möglich, medizinische Dienste in Anspruch zu nehmen. Zu groß ist die Angst, dass sie durch Meldungen von Personendaten entdeckt und schließlich abgeschoben werden. Seit 2009 besteht zwar der sogenannte verlängerte Geheimnisschutz, nach dem unterliegt abrechnendes Krankenhauspersonal und auch die Mitarbeiter in den Sozialämtern der ärztlichen Schweigepflicht, wenn Daten von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus zum Zwecke der Leistungsabrechnung übermittelt werden. Aber die zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer sogar weist darauf hin, dass dies den zuständigen Behörden immer noch weitgehend unbekannt ist, weshalb Patienten weiterhin damit rechnen müssten, nachträglich gemeldet und dann auch gegebenenfalls ausgewiesen zu werden. Die Angst vor Entdeckung ist also weiterhin begründet. Das dürfen wir nicht zulassen. Aus diesen Gründen hat Rot-Grün in Niedersachsen einen Antrag eingebracht, der die medizinische Versorgung für Flüchtlinge dort verbessern soll. Wir Piraten begrüßen diesen Antrag, erzeugt von dem in Niedersachsen schon seit einiger Zeit propagierten Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik hin zu einer Willkommenskultur und zu Verantwortung für Flüchtlinge. Und obwohl hier in Nordrhein-Westfalen ebenfalls Rot-Grün regiert, ist hier von einem solchen Paradigmenwechsel leider wenig zu spüren. Zuletzt konnte man im Fall der Abschiebehaftanstalt Büren sehen, dass NRW ein vergleichsweise flüchtlingspolitisch rückständiges Bundesland ist. Da sind sogar manche Bundesländer mit einer konservativen Regierungsbeteiligung weiter. Ich erinnere daran, der Bundesgerichtshof musste hier die Nutzung der Abschiebehaftanstalt verbieten. Vorher gab es kein Einsehen. Aber wir wollen nach vorne blicken und diesen Umstand zusammen mit Ihnen ändern. Aus diesem Grund haben wir den Antrag von Rot-Grün aus Niedersachsen adaptiert und hier eingebracht. Mussten wir machen, natürlich, adaptiert. Wie wir aus Gesprächen mit Flüchtlingsinitiativen wissen, gab es auch in NRW Gesprächsrunden mit Abgeordneten. Doch scheint es, dass nach der letzten Wahl mal wieder nichts mehr passiert ist. Die medizinische Flüchtlingshilfe Bochum, die Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative STAY, das Medinetz in Bonn, legten ein Konzept für ein Pilotprojekt medizinische Versorgung für Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus in NRW vor. Doch auch dieses Konzept scheint in den Schubladen verschwunden zu sein. Meine Damen und Herren, wenn wir hören, dass Leute vom OP-Tisch geholt werden, weil das Sozialamt die Versorgungsleistungen versagt, oder dass es zu Fehlgeburten kommt,
weil sich Schwangere nicht zum Arzt trauen, dann besteht dringender Handlungsbedarf. Dadurch, dass Menschen nicht zum Arzt gehen, besteht die Gefahr der Verschlimmerung und Chronifizierung von Krankheiten und schließlich sogar Lebensgefahr. Darüber hinaus ist im Fall unbehandelter Infektionskrankheiten auch die Bevölkerung insgesamt gefährdet. Allein aus gesundheitspolitischer Sicht muss hier also etwas getan werden. Ich möchte Sie daher dringend bitten, das Thema in den Ausschüssen mit dem angemessenen Ernst und der angemessenen Dringlichkeit zu behandeln. Lehnen Sie den Antrag nicht nur deswegen ab, weil wir Piraten ihn eingebracht haben. Schließlich kommt er im Original noch nicht mal von uns. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Herrmann. Und für die SPD-Fraktion spricht nun Herr Kollege Stottbuch. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ach man, Herr Kollege Herrmann, Sie machen es einem echt schwer. Also da bereite ich meine Epochalrede vor und die hätte begonnen mit den Worten, Ihr Antrag geht in die richtige Richtung und greift eine langjährige Diskussion auf. Und dann höre ich mir Ihren Wortbeitrag an und dann grauselt es mir. Also es fängt an mit, ich habe gehört, da sind welche vom OP-Tisch geholt worden. Da würde ich Sie jetzt nur bitten, machen wir es uns einfach, im Rahmen der Ausschussberatung tragen Sie uns den Fall bitte vor, damit wir uns dem zuwenden können, weil das eine Unerträglichkeit wäre, um das mal ganz deutlich zu sagen. Nummer zwei, Sie unterstellen dem Land Nordrhein-Westfalen und der hier, wie ich finde, gut arbeitenden Regierung, sie habe keinen Paradigmenwechsel vollzogen. In anderen Ländern sei das alles viel besser. Also die Länder, die ich vergleiche, sind die anderen 15 Bundesländer. Da sind manche auch gut aufgestellt. Ich glaube aber, dass wir in Nordrhein-Westfalen mit der Art und Weise, wie wir insbesondere seit 2012 mit Flüchtlingen umgehen, geradezu Vorbildcharakter haben. Da mag Ihnen die Entscheidung zu Büren jetzt mal sozusagen genehm sein. Die Entscheidung ist, das hat aber nichts mit dem anderen zu tun. Und das Dritte, was ich hier wahrgenommen habe, Sie haben gerade, wenn ich es richtig gehört habe, gesagt, stellen Sie sich mal vor, da möchte ein Flüchtling einen Krankenschein haben, muss erst zum Sozialamt mit dem Bus dahin fahren, muss sich das holen und wer weiß, ob er das dann kriegt. Auch da bitte ich Sie, da mal Fälle zu belegen, wo ein Mitarbeiter einer Stadtverwaltung gesagt hat, Sie kriegen von mir keine Bescheinigung, dass Sie zum Arzt dürfen, weil ich möchte Sie daran erinnern, auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Menschen ohne Flüchtlingsstatus, die ohne eine Bescheinigung des Amtes einen Termin bei einem Arzt haben möchten und den in 8 Wochen bekommen. Also damit wir ja auch mal ein bisschen Gleichheit der Mittel haben, wir haben grundsätzliche Probleme bei der Frage der Gesundheitsversorgung und der Frage, ob Menschen in der Bundesrepublik Deutschland schnell genug einen Arzttermin bekommen. Das betrifft sowohl Flüchtlinge als auch Menschen mit einem deutschen Pass. Aber weil ich mir vorgenommen hatte, Ihren Antrag eigentlich würdevoll erstmal positiv zu bewerten, mache ich das jetzt einfach weiter. Denn ich finde, aus Ihrem Antrag sind 2 Punkte sehr erwähnenswert. Das eine ist die Tatsache, dass Asylbewerber und Flüchtlinge heute noch ohne eine Krankenversicherung sind, ist für uns als Sozialdemokraten unerträglich. Wir halten das für den falschen Weg. Wir halten es für den richtigen Weg, dass auch die Betroffenen unter das Krankenversicherungssystem fallen. Dann muss man sich aber auch ehrlich machen und sagen, wer ist denn dafür zuständig? Entweder treffen wir eine bundesweite Regelung im SGB und schaffen im Übrigen klare Forderung der SPD seit Jahren das unsägliche Asylbewerberleistungsgesetz ab. Dafür gibt es aber leider weder im Bundesrat noch im Bundestag Mehrheiten. Denn bei einer Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes würden die betroffenen Flüchtlinge mit gesicherten oder ungesicherten Aufenthaltsstatus alle unter das SGB fallen. Wir hätten das Problem gelöst. Das kriegen wir offensichtlich so nicht hin. Und der zweite Punkt, den haben Sie selber schon ein bisschen im Gegensatz zu Ihrem Antrag relativiert, ist die Frage, dass humanitäre Hilfe nicht am Strafrecht scheitern darf. Sie haben ja immerhin schon mal eingesehen, dass es gesetzliche Änderungen gegeben hat und haben jetzt gerade so in so einem Nebensatz gesagt, irgendwie wissen das aber noch nicht alle. Aber es ist so, und da müssen wir sicherlich für Transparenz sorgen, sowohl bei den Flüchtlingen als auch bei den Ärzten als auch in der Bevölkerung, dass es keine Notwendigkeit und keinen Zwang gibt, Menschen, deren Aufenthaltsstatus unsicher ist, den Arztbesuch deshalb verwehren zu müssen, weil der Arzt seine Mitarbeiter oder alle Beteiligten, die Angst haben müssten, sie müssten das zur Strafanzeige bringen. Das ist so nicht mehr, das war früher so und das muss man auch ernst nehmen. Und deshalb will ich Ihnen mitgeben, ob der von Ihnen hier in Ihrem Antrag vorgeschlagene Weg überhaupt der richtige ist. Ob die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, in deren Selbstverwaltungsrecht wir nicht unbedingt eingreifen wollen,
ob die so einen Vorschlag gut finden. Landesweit gibt es ein Krankenversicherungssystem und sie müssen dann manchmal so horrende Kosten für Bluttransfusionen alle nicht mehr bezahlen, sondern es gibt eine Krankenversicherung. Das können wir mit denen ja gerne mal besprechen. Ob nicht die von mir gerade schon insistierte Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes der richtige Weg wäre, statt eines Alleingangs in einzelnen Ländern. Ob Ihr Antrag, den Sie nicht adaptiert, sondern abgeschrieben haben, ob das der richtige ist, weil Sie ihn von Sozis und Grünen abgeschrieben haben. Und die Frage letztendlich, ob wir der Meinung sind, wir machen ein solches Pilotprojekt. Auf diese Diskussion im Ausschuss freue ich mich. Hätten Sie doch nur anders gestartet, wäre mir das alles viel leichter gefallen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Stotko. Und für die CDU-Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Kruse. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Antrag der Piratenfraktion ist in weiten Teilen aus einem Antrag abgeschrieben, den SPD und Bündnis 90 die Grünen vor wenigen Wochen in den Niedersächsischen Landtag eingebracht haben. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den Antrag mit der Drucksache Nummer 17/1619 des Niedersächsischen Landtags vom 17.06.2014. Wenngleich der Piratenantrag somit nicht besonders originell ist, greift er gleichwohl ein wichtiges Thema auf, nämlich die medizinische Versorgung von Flüchtlingen. Und ich denke, wir sind uns fraktionsübergreifend darin einig, dass diese Menschen in Nordrhein-Westfalen wie auch anderswo in Deutschland Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung haben müssen. Allerdings habe ich erhebliche Zweifel, ob die in dem vorliegenden Piratenantrag enthaltenen Vorschläge uns diesem Ziel wirklich näher bringen. Zum einen fordert die Piratenfraktion darin die Übernahme des sogenannten Bremer Modells. Bremen hat bereits 2005 die Regelung abgeschafft, wonach Asylbewerber vor dem Arztbesuch zunächst zum Amt müssen, um sich einen Behandlungsschein zu holen. Der Stadtstaat stellt seitdem Asylbewerbern eine Krankenversicherungskarte der AOK zur Verfügung und die Kasse rechnet die erbrachten Leistungen dann direkt mit der Bremer Sozialbehörde ab. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Vorgehensweise mag im Stadtstaat Bremen relativ leicht durchzuführen sein, weil Bremen, wir wissen es alle, aber ich betone es noch mal an dieser Stelle, weil Bremen sowohl Land als auch Kommune ist. In Nordrhein-Westfalen ist das jedoch sehr viel schwieriger, weil wir hier sehr viele unterschiedliche Zuständigkeiten von Kommune und Land haben. Und im Übrigen, ich glaube, der Kollege Stotko hat auch darauf hingewiesen, es gibt kein einziges deutsches Flächenland, in dem das Bremer Modell bislang übernommen wurde. Ob das Bremer Modell daher ausgerechnet als Vorbild für das große Flächenland Nordrhein-Westfalen taucht, möchte ich doch mit einem dicken Fragezeichen versehen. Problematisch ist allerdings aus meiner Sicht und aus Sicht der CDU-Fraktion die Forderung der Piraten nach einem anonymen Krankenschein. Ich zitiere aus Ihrem Antrag: Menschen ohne definierten Aufenthaltsstatus. Das sind, man muss das klar benennen, Personen, die geltendes Recht brechen und sich damit illegal hier in Nordrhein-Westfalen aufhalten. Bei allem Verständnis für die daraus resultierenden Probleme in Bezug auf die Gesundheitsversorgung denke ich nicht, dass es sachgerecht wäre, den illegalen Aufenthalt dieser Personen in Nordrhein-Westfalen durch die Einführung eines anonymen Krankenscheins quasi durch die Hintertür zu unterstützen. Unser oberstes Ziel muss sein, diesen Hilfsbedürftigen und diesen bedauernswerten Menschen aus der Illegalität herauszuhelfen. Dazu sind wir bereit und haben das in all den letzten Jahren auch immer wieder verdeutlicht. Hinweisen möchte ich auf die hohe Missbrauchsgefahr, die ein anonymer Krankenschein mit sich bringt. Denn wie soll zum Beispiel verhindert werden, dass der anonyme Krankenschein an unberechtigte Personen weitergegeben wird, die sich damit anschließend auf Kosten der Allgemeinheit behandeln lassen? Auch zu dieser Frage, zu dieser Problematik gibt es erheblichen Diskussionsbedarf. Und auch deswegen freue ich mich natürlich darauf, dass wir im entsprechenden Ausschuss weiter darüber beraten werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kruse. Für die Grüne Fraktion spricht nun Frau Düker. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Grundlage für die medizinische Versorgung von Flüchtlingen bei uns in Deutschland ist nicht das, was jeder und jede von uns so an Ansprüchen hat, wenn man krank ist, sondern ist § 4 Asylbewerberleistungsgesetz. Und dort heißt es in Absatz 1 zur Behandlung, und darauf kommt es an, akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei und Verbandmittel und so weiter zu gewähren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kruse, Sie haben gesagt, auch die CDU setzt sich für eine angemessene medizinische Versorgung von Flüchtlingen ein. Dies ist aus Sicht der Grünen keine angemessene Versorgung von Flüchtlingen, denn hier wird nur eine Notversorgung gewährleistet. Und in der Tat habe auch ich in meinem Wahlkreis hier Beispiele zu benennen, wo tatsächlich auch Erkrankungen seitens des Sozialamtes abgelehnt wurden zu behandeln, was aus meiner Sicht auch absolut nicht geht. Das heißt, diese Notversorgung ist aus unserer Sicht nicht nur europarechtlich nicht mehr kompatibel, auch dort gibt es große Bedenken, sondern stellt eine Diskriminierung dar und menschenrechtlich für uns hochproblematisch. Hier gibt es nur eine Antwort, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Stotko hat es schon gesagt. Dieses Asylbewerberleistungsgesetz brauchen wir nicht. Das gehört abgeschafft und dafür setzt sich Rot-Grün ja auch auf Bundesebene ein. Herr Herrmann, Sie haben sehr schön teilweise einen Antrag von Rot-Grün aus Niedersachsen abgeschrieben. Die Inhalte sind auch alle richtig, aber ich glaube, in Nordrhein-Westfalen brauchen wir die, sind wir eigentlich weiter. Und wir brauchen hier diese Prüfaufträge alle nicht, denn schauen Sie sich mal im Land an, Sie sprechen drei Punkte an, sind Kommunen beispielhaft auf einem guten Weg. In Münster weiß ich, dass dort in Bündnisverhandlungen der neuen Ratsmehrheit genau so eine Bremer Modellverhandlung mit der örtlichen Krankenkasse geführt werden soll. Denn in der Tat kann sowas in einem Flächenland nur örtlich geschehen. Ich weiß, in Bonn hörte ich vom Kollegen Stamp, dass auch dort Gespräche geführt sind. Und auch genau da gehört es hin. Und die Kommunen haben sich auf den Weg gemacht. Das heißt, das Land muss nicht mehr aufgefordert werden, zu prüfen, ob es geht. Die Kommunen machen es längst. Und deswegen, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und ich hoffe, da kommen auch bald Ergebnisse dabei raus, die wir dann ins Land bringen können. Zweiter Punkt, anonymer Krankenschein, gilt genau das Gleiche für mich wie Punkt 1. Ein Modellversuch wäre hilfreich. Könnte man mal probieren. Und auch da sehe ich die Städte und die Kommunen in der Verantwortung. Und ich glaube auch, dass es da eine hohe Bereitschaft gibt. Dritter Punkt, und das ist auch ein wichtiger Punkt, die Übermittlungspflichten, die Sie im Antrag ansprechen. Das heißt, dass humanitäre Hilfen von illegalen Flüchtlingen rechtlich gleichgesetzt werden wie Schleusertätigkeiten oder andere Taten. Das heißt, wir haben hier eine Kriminalisierung der Helfer und ein Arzt, der einem Schwerstkranken, Herr Kruse, hören Sie zu, deswegen, das ist schon ein wichtiger Punkt. Wenn ein Arzt einen schwerkranken Menschen ohne Papiere hilft, ja, ihm auch vor Tod bewahrt, wie auch immer, Nothilfe leistet, was auch immer, steht dieser Arzt in Deutschland mit einem halben Bein im Gefängnis. Und ich finde, das kann nicht sein. Und die Ärzte fordern das seit langem, dass diese Hilfen, die sie aus ihrem hippokratischen Eid auch ableiten, dass die nicht kriminalisiert werden dürfen. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Das gehört im Aufenthaltsgesetz dringendst gelöst. Das heißt, zusammenfassend, selbstverständlich sind die Dinge, die Sie im Antrag ansprechen, alle richtig. Wir brauchen hier eine bessere medizinische Versorgung. Deswegen setzen wir uns weiter für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes ein, für eine Überführung der Flüchtlinge ins SGB II, dann auch mit einer anständigen gesundheitlichen Versorgung. Solange wir das nicht haben, unterstützen wir, und ich gehe auch davon aus, die Landesregierung, aber das wird der Herr Jäger ja gleich sicher sagen, will dem nicht vorweggreifen, Herr Minister. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die Landesregierung diese kommunalen Initiativen auch unterstützt. Und insofern, glaube ich, brauchen wir hier keine Prüfaufträge mehr und haben uns da auf den Weg gemacht. Schönen Dank. Vielen Dank, Frau Düker. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Herr Kollege Dr. Stamp.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Stoltko, es gibt eine Sache, die möchte ich hier in aller Entschiedenheit zurückweisen. Es ist keinesfalls so, dass rot-grüne Flüchtlingspolitik humaner ist als die von CDU und FDP. Das ist eine Unterstellung und ich würde das hier nicht stehen lassen wollen. Es hat im Übrigen auch der Beitrag, der differenzierte Beitrag des Kollegen Kruse gezeigt. Und ich finde es wichtig und ich finde es auch bemerkenswert, dass die CDU hier klar erklärt hat, dass sie bereit ist, Brücken zu bauen für Menschen ohne Papiere zurück in die Legalität. Und ich denke, auch das ist etwas, was man in den gemeinsamen Ausschussberatungen berücksichtigen sollte, was man vielleicht auch in einem Expertengespräch erörtern sollte, was es für Möglichkeiten der Legalisierung es gibt, ohne damit gleich Sogwirkung zu entfalten. Das ist eine spannende Herausforderung, denn das ist ein wichtiges Thema, was Sie Piraten an der Stelle hier angesprochen haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt eben auch für Menschen ohne Papiere. Und das sind für diejenigen, die sich mit der Thematik vielleicht nicht so sehr beschäftigt haben, nicht wenige. Nicht wenige in Deutschland und auch nicht wenige in Nordrhein-Westfalen. Ich kenne es aus meiner Heimatstadt Bonn mit einer sehr starken lateinamerikanischen Community, wo es eben auch sehr viele ohne Papiere gibt. Für den Rechtsstaat besteht natürlich ein Konflikt, und da hat Herr Kruse zu Recht auch darauf hingewiesen, dass ein Rechtsstaat natürlich auch das Recht durchsetzen muss und dass dazu eben auch das Aufenthaltsrecht gehört. Und das ist eben dieser Konflikt, über den wir sprechen müssen und den wir beraten müssen. Dazu ist vieles Richtige in Ihrem Antrag, den Sie ja aus Niedersachsen übernommen haben. Manches, aber auch die Vorredner haben das ja hier analysiert, ist auch doch noch reichlich unausgegoren. Wir sind deswegen guten Mutes, dass es hier eine ernsthafte und sachliche Debatte in den Fachausschüssen geben kann und werden uns daran aktiv beteiligen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Stamm. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregierung, die Sie tragenden Fraktionen, wollen, dass das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft wird. So steht es in unserem Koalitionsvertrag. Damit haben wir ein klares Ziel gesetzt und sind da bereit, alles für zu geben, dass das auch eintritt. Dass es im Bundesrat in der Vergangenheit nicht gereicht hat, hält uns auch nicht davon ab, mit guten Argumenten die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern versuchen, auch weiterhin zu überzeugen. Ich will nur mal plastisch darstellen, was das bedeutet, wenn dieses Asylbewerberleistungsgesetz wegfallen würde. Alle Menschen hätten dann, die hier um Asyl suchen, Zugang zu dem System nach dem Sozialgesetzbuch. Das hätte nicht nur eine dringende, notwendige Entlastung der Kommunen, sondern auch der Länder zur Folge. Und es würde vor allem den Zugang zu medizinischen Leistungen vereinfachen. Aktuell ist das über das Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Die Gemeinden führen dies in eigener Zuständigkeit aus, auch was die Art der Krankenversorgung angeht. Deshalb haben wir in der Tat, Herr Stamm, einen Flickenteppich, auch in diesem Land. Eine Regelung unmittelbar durch das Sozialgesetzbuch hätte hingegen bundesweit Einheitlichkeit zur Folge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden im Ausschuss über diesen Antrag und die Thematik insgesamt reden und uns unterhalten. Im Zuge dessen werden wir nach Lösungen suchen, um Menschen ohne geregelten Aufenthalt zu ermutigen, dringende, nötige ärztliche Leistungen in Anspruch zu nehmen und nehmen zu können. Ob und wie weit das Bremer Modell hier übertragbar ist auf Nordrhein-Westfalen, ist gerade ja von verschiedenen Rednern diskutiert worden. Das gilt es natürlich zu prüfen. Für mich ist wichtig, ein Grundsatz: humanitäre Hilfe gegenüber Menschen darf nicht kriminalisiert werden, völlig gleich, welchen Aufenthaltsstatus diese Menschen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 19/6675 an den Innenausschuss federführend sowie an den Integrationsausschuss. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer möchte dieser Überweisungsempfehlung zustimmen, den darf ich um das Handzeichen bitten. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Jeweils nicht der Fall. Damit ist diese Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank.